Ich werde ganz oft gefragt, oh Ofe, ich brauche unbedingt einen Tesla, ganz wichtig, Free Supercharging. Ich sage mal, warum? Ja, da ist der Strom doch kostenfrei. Ja. Ja, dann fahre ich doch billig. Ja. Aber was ist denn, wenn du ein Jahr altes Auto kaufen möchtest? Free Supercharging endete am April 2017. Danach gab es das nicht mehr. Es war nur noch gebunden an den Erstbesitzer des Fahrzeugs, wenn er seinen Tesla mit einem Referral-Code gekauft hat. Verkauft er das Auto, und diese Autos, die kommen jetzt langsam alle in den Markt. Wir haben jetzt gerade November 2018. Das heißt, anderthalbjährige Fahrzeuge sind im Markt, weil viele Leute fahren ihr Auto nur ein Jahr. Und dann ist es so, dass du das Free Supercharging nicht mehr hast. Dann musst du bezahlen. Du hast 400 Kilowattstunden frei. Mit 400 Kilowattstunden kommst du ungefähr 2000 Kilometer. Das ist wirklich nur für die Langstrecke gedacht, wenn du bei 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch fährst. Also nicht zu schnell, nicht zu langsam, eigentlich so bei 120, 130. Also absolut okay. So hat Tesla das beschlossen, denn Tesla möchte ganz gerne die Supercharger wirklich frei halten für die reisen. Für die schnell fahren möchten, die schnell laden möchten, und nicht einfach für die am Wochenende mal ihr Auto vollladen wollen, damit sie kostenfrei fahren können. Deswegen wurde das Free Supercharging irgendwann aufgehoben, und das finde ich auch okay. Aber was ist denn jetzt, wenn ich mir ein Auto kaufe, was dann nur noch 400 Kilowattstunden frei hat im Jahr? Das ist ganz einfach. Es wird berechnet. Du übernimmst das Auto, und das Auto ist dann für dich sozusagen umgemeldet und deine App funktioniert. Ab dann zählt dein Kilowattstundenverbrauch. Du fährst an den Supercharger, du lädst dort 15 Minuten und er berechnet dir die Zeit, und du siehst es dann unten rechts im Bildschirm. Und zwar da. Da steht bei mir jetzt keine zusätzlichen Gebühren, denn mein Auto hat noch Free Supercharging. Aber den davor, den Model X, hatte kein Free Supercharging, und da stand dann irgendwie 3,82 € fürs Laden. Sie haben noch so und so viele Kilowattstunden. Also wirklich absolut okay. Wenn ich jetzt dafür bezahlen muss, dann ist es so folgendermaßen: Es wird nach Minuten abgerechnet. Tesla rechnet für eine Minute 37 Cent ab. Bis 60 Kilowatt Leistung beim Laden. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit meinem Tesla lade, mit 110 Kilowatt oder 80 oder 70, zahle ich 34 Cent. Wenn ich 60 erreicht habe und drunter, zahle ich nur die Hälfte, 17 Cent pro Minute. Als Beispiel, ich habe einen Tesla S90 momentan, also ein 400 Volt Akku. Ich kann mit 111, 112 kW laden, und dann ist es so, wenn ich zum Beispiel mit 37% Rest Akku an einem Supercharger ankomme, dann lade ich in 65 Sekunden, ich habe das bei meinem Auto hier heute mal gestoppt, lade ich 2 Kilowattstunden bei 111 kW Ladeleistung. So, das sind 10 Kilowattstunden in ungefähr 6 Minuten. Ich will ja nicht um die Sekunden jetzt chinchen. Das wären dann 2,04 €. Mit diesen 2,04 € zahlt man dann pro Kilowattstunde, wenn man das wieder umrechnet, 20 Cent ungefähr. So, ich verbrauche meistens so, wenn ich sinnig fahre und vernünftig, 20 Kilowattstunden auf 100. Das wären dann also knapp 4 €. Du fährst dann, wenn du Supercharging bezahlen musst, im unteren Bereich lädst, also in hoher Geschwindigkeit, zahlst du 4 € pro 100 Kilometer, ungefähr. Ein 75er lädt anders, der hat ein 350 Volt Akkupaket, der ist ein bisschen langsamer, der lädt höchstens 98 kW. Aber die 100D und die 90D und auch die 85D, die können viel schneller laden, auch die 85S auch. Und das ist einfach alles, das ist also gar nicht so schlimm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn ich rede hier nur von Supercharging. Ihr sollt ja nicht nur superchargen, ihr sollt auch an öffentlichen Ladesäulen chargen, ihr sollt zu Hause laden, in Restaurants, Hotels und sonst was, also AC, alles, Wechselstrom, und da ist es wurscht, da zählt gar nichts, das kostet euch das, was dort berechnet wird. Der Supercharger ist nur gedacht für die Reise.
Da gibt es auch so eine Art Ladeetikette. Ich würde es auch fair finden, gerade in den Urlaubszeiten, dass man dann sich nicht auf den Samstagnachmittag nochmal ins Auto setzt, statt ich muss noch ein bisschen laden, ich fahre nochmal zum Supercharger, ich bin in einer Stunde wieder da. Nein, lass sie doch bitte frei für die, die dort reisen. Ladeetikette. Aber was noch viel schlimmer ist, Superchargen macht dick. Ja. Und jetzt kommen die Kosten, jetzt kommt der Vergleich. Wenn ihr am Supercharger steht, dann ist das bei ganz vielen so, und das sehe ich immer wieder, und da tappe ich mich auch, ich habe 15 Kilo zugenommen, seitdem ich Tesla fahre, und man geht dann irgendwo rein, in die Tankstelle oder hier beim Chemiker, isst einen Burger oder sonst irgendwas, man gibt Geld aus. Du gibst für einen Burger 5 Euro aus oder gehst zur Tankstelle, holst dir eine Cola oder ein Wasser oder so ein Red Bull hier, kostet auch 4, 5 Euro. Man gibt das Geld woanders aus. Das heißt, wenn man das Geld sparen würde, du bleibst in einem Auto sitzen oder gehst spazieren, dann ist das genauso teuer, als wenn du Free Supercharging hättest. Weil wenn du Free Supercharging hast, dann gehst du rein und kaufst dir was zu essen, zu trinken. Wenn du nicht Free Supercharging hast, dann fängst du darüber nachzudenken und sagen, Mensch, ich gehe mal jetzt nicht rein und erstmal nichts und kaufe nichts zu essen. Dann ist das nämlich genauso teuer, wie als wenn man immer überall reinläuft. Versteht ihr, was ich meine? Das ist mir mal aufgefallen. Man holt sich dann ein Brötchen in Prag oder so ein belegtes Brötchen und Kaffee und Cola, was weiß ich. Da spart man gar nichts. Also, Free Supercharging ist nicht so teuer. Für Supercharging bezahlen ab Fahrzeugen April 2017 ist gar nicht so schlimm. Das sind echt Eurobeträge, kannst du immer noch nicht vergleichen mit einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, wo du viel höhere Kosten hast. Das kennen wir ja schon alles, haben wir 100-mal durchgekaut. Da zahlst du auch noch Steuern und Sprit und Öl und Zahnriemen und Auspuff und Kerzen und ach, fällt ja alles weg beim Tesla. Also, macht euch nicht so viel Sorgen, wenn ihr ein Fahrzeug kauft, wo viel Supercharging nicht inkludiert ist. Spart das lieber beim Essen, so wie ich. Ich muss da wirklich mal aufpassen. Macht euch einfach mal einen Kopf darüber, dass die Supercharger freizuhalten sind, wenn man nicht wirklich auf Reisen ist. Heute geht das hier. Ich habe hier in Rade gerade einen Engländer. Steht da drüben. Und sonst ist hier gar nichts. Dann ist das in Ordnung. Aber wenn hier Wochenendverkehr ist, dann kann das schon ganz anders aussehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, das ist der Titel. Free Supercharging, was kostet das? Und Tesla fahren macht dick. Also ich hoffe nicht für alle, aber wenn ich so ein paar Leute auch bei YouTube beobachte, da sind so ein, zwei dabei, die haben auch schon ein bisschen zugelegt. Ich will gar keine Namen sagen. Aber vielleicht geht es euch genauso. Schreibt das mal hier drunter. Ich mache da ja gar keinen Hehl draus. Mir geht's ja gut, ich bin ja gesund. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.